So, habe ich jetzt noch. Ich habe keine Flasks und keine. Ach, echt? Ich habe nicht mehr Flasks? Das ist schade. Ja, gut, dann machen wir das halt ohne Flasks. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das geht auch ohne Flasks. Ist nur ein Zehner. Was sind denn die Affixe die Woche? Anstachelnd und explosiv. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Oh, ich weiß es wieder nicht. Warum bin ich so ein Kackenwurf? Was war anstachelnd und explosiv? Das ist aber... warte mal, für mich zählt bloß, kann ich die ganze Scheiße zusammenziehen oder kann ich die ganze Scheiße nicht zusammenziehen? Das ist für mich die Sache. Das ist... Orbs. Orbs? Was waren... Waren es die Dinger, die explodiert sind? Weißt du was, ich laufe in die Scheiße einfach rein, eh das Zeug weg und dann schauen wir, was passiert. Wenn die anderen sterben, dann sage ich, sie sind schuld. Also, warte, ich kann sie nicht zusammenziehen? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Explodierende Orbs. Aber warte mal, war das nicht die Kacke, wo man die Orbs killen musste? Single Target? Ach, die buffen sich. Oh nein, was soll denn die Scheiße? Machen die jetzt hier einen... Oder einer hat sich sogar eine Rune reingehauen. Aber, weißt du, haut sich eine Rune rein, aber keine Flasks. Ach, genau, Pulltimer brauchen wir nicht. Ach, scheiß drauf. Pulltimer brauchen wir nicht. Die Mobs sind auch verstärkt. Okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Oh, das sind diese Dinger. Die müsst ihr weg. Oh, fuck. Okay. Okay. Warum geht keiner von denen auf die Orbs? Ah, ich bin desorientiert. Okay, das ging mal ziemlich in die Hose. Das ging ziemlich in die Hose. Da waren vier Orbs und wir haben es nicht geschafft, die gekillt zu kriegen. Das ging ziemlich in die Hose. Also ich glaube, ich pull mit denen bloß eine 1. Also, das waren ja jetzt nicht mehr viele und ich habe zwei habe ich gekillt, ne? Ich glaube, wir pullen alle einzeln. Ist von denen einfach keiner geswitcht, oder? Andrew, hey, grüß dich. Ich glaube, das ist sinniger, dass wir das mit denen wirklich einzeln machen. Schade. Das ist... Ah, diese Orbs hasse ich ja. Jetzt weiß ich wieder, was das für Dinger waren. Die hasse ich wie die Pest. Habe ich dir gesagt? Ja, aber das waren 5 Mobs, die wir hatten. Ganz ehrlich, das waren jetzt nicht krass viele. Das waren jetzt ehrlich gesagt nicht krass viele. Die sind halt einfach nicht geswitcht hier. Schau, die erste habe ich jetzt gemacht, die zweite mache ich nicht. Leute, also... Diese Worte von Xavius Schatten. Ja, dann müssen wir... Komm, ich mach die Orbs, das klappt sonst echt nicht. Ach, ich hasse das, ich kann halt da eh machen, aber kein Single-Target, das ist halt total rotzig. Wenn du dann hier die ganze Zeit mit Single-Target da drauf dingst. Vor allem, die kannst du mit der E halt nicht wegmachen. Ich habe fast nur E-Zauber, weißt du? Eigentlich ist nur mein Ding Single-Target. Also, die machen keinen schlechten Schaden, aber die switchen halt nicht auf die Orbs, ne? Das ist halt schlecht, ja? So, jetzt schauen wir mal, ob die clever sind und das... Ah, kacke, da ist jetzt eine Orb genau in der Mitte. Ah, komm, Range-Kick wäre gut. Ach, komm. Muss ich jetzt mit Dings... Schau mal, aber Mondfeuer macht mittlerweile genug Schaden, dass ich den... Da gesehen, ich, mit Range-Ding habe ich hier die Orbs wegmachen, was halt sonst keiner tut. Wir haben doch ein fucking... Nee, wir haben keinen Elishami. Ah, wir sind... Ah, okay, ich nehme alles zurück, wir sind nur Milis. Es kann auch keiner das Zeug wegmachen, der Heiler vielleicht. Oder der Ding schmeißt ein Stöckchen drauf, der Worry. Ich wollte nämlich gerade motzen, wir haben doch einen Elishami, aber wir haben keinen Elishami, das ist ja unser Heiler. Ich wollte gerade schon motzen, unberechtigt, muss ich sagen, die können wir stehen lassen. Wenn wir es clever machen, können wir nämlich hier vorbeilaufen. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wir pullen die Bären mit. Aber wenn wir dann wieder Ob-Spaßparty haben... Nee, das können wir nicht machen. Oh, steht auch nicht so weit drüben. Außerdem buffen sich die... Pullen wir die Bären nicht mit. Ich bin ja... Ich bin zwar schwer lernfähig, aber ein bisschen lernfähig bin ich, ja. Was macht der denn? Hat er hier gerade... Nee, komm, ich muss den Boss triggern. Ihr killt jetzt die Orbs hier. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Verschwindet aus diesem Wald. Oder spürt den Zorn der Natur.
Nee, also Schaden machen sie, da kann man nichts sagen. Das mit den Orbs am Anfang war ein bisschen Käse. So sind alle drin. Und drauf, da kommen jetzt nicht meine CDs für den Boss hier. Haben sie sogar AT gezogen hier. Nee, also schlecht ist die Gruppe nicht vom Damage her. Das mit den Orbs war kacke. Wir sind doch lauter Mieten. Oh, kacke. Dieser Boss, der nervt mich, dass er mir wegchargen muss. Ich hab grad noch... Ah, gerade war ich nur über dem Worry. Meine ECD ist hier für den Kack-Boss geschmissen. Ist immer, wenn ich trinke, dann muss der Boss kacke spammen, ne? Ist immer das Gleiche. Sollen wir das Ding kaputt machen? Okay, es hat schon mehr. Bast. Bast. Nein, nicht wegchargen. Bleib doch da. Ist doch kacke, wenn er rein Mili. Schau mal, ich bin selbst auf 1 Million DPS auf dem Single-Target-Encounter hier. Gut, ich habe vielleicht ein bisschen die kleinen Dinger hier geklieft. Ja, das kann man schon mal zugeben. Aber fast reiner Single-Target. Fast. Den Boss kann ich nicht looten. Eieieiei. Hab sogar Typhoon nur mitgeskillt. Wie es mir so geht, eigentlich ganz gut. Ich war heute nur ziemlich genervt, weil man bei WoW einiges nicht funktioniert hatte. Ich dachte, das lag an bei mir, aber das Problem war anscheinend allgemein bei Blizzard. Weißt du, was mir das vorkommt? Wenn du 3 Mobs hast, spawnen irgendwie gar keine Orbs und dann hast du 5 Mobs und auf einmal hast du 5 Orbs und gehst total unter. Also irgendwie ist das komisch mit diesen Buffs. Siehst du, es ist keine einzige Orb gespawnt und vorher hatten wir 5 Mobs und wir hatten 5 Orbs am Start. Irgendwie ist das so dieser Blizzard-Fick-Dich-Modus. Können wir da vorbei? Komm, wir machen sie. Scheiß drauf. Wir machen sie einfach. Das Problem ist, eigentlich kannst du da vorbeilaufen, aber das klappt halt nie, weil irgendein Honk pullt die immer. Es ist leider so, dass es immer einen gibt, der den Scheiß dann pullt. Jetzt pull ich eigentlich die immer zu den anderen dazu. Das machen wir jetzt aber nicht, weil, ja, wir sie sonst hochbuffen. Okay. Dürfen jetzt bloß die anderen nicht dazu pullen. Die müssen wir wegmachen. Ich schaue einfach, dass ich die Dinger immer kaputt haue. Dann mache ich halt nicht so viel AE-Schaden. Aber hauptsächlich, dass wir fix durchkommen. Weil Schaden machen sie eigentlich. Also da kannst du nichts sagen. Sogar der Heiler haut drauf. Da kannst du dich echt nicht beschweren. Und ich bin keiner, der einfach nur immer pauschal modzt, sondern wenn die Gruppe einigermaßen was taugt, dann kann man das auch mal honorieren. Weißt du, sonst hast du halt so Leute, die irgendwie grottig was machen. Da bin ich jetzt ganz froh, dass ich in die rein bin und nicht in der anderen geblieben bin. Ich mache nur eine Mythic Plus, so wie ich es immer mache. Weil ich ja quasi nur die plus 10er haben will. Und danach quasi, ja, jetzt laufen wir schon mal weiter, scheiß drauf, die gehen schon down. Danach quasi noch Gul'dan und sowas und dann schauen wir mal. Also das ist zumindest jetzt die grobe Planung. So. Die machen wir jetzt noch und dann pull ich den Scheiß unten zusammen. Dann AE mal die... nachher machen wir noch ein paar andere Sachen. Ich wollte noch ein paar Goldgeschichten ausprobieren. Das auch noch, aber vorher wollte ich halt die Sachen quasi, die Weekly-Sachen noch weg haben, bevor ich sowas anfange, weißt du? Und einmal eine Mythic Plus steht immer auf meinem Weekly-Plan, beziehungsweise halt, ja, dann noch ein paar andere Sachen. Nein, haut ihn doch nicht so schnell um, das ist jetzt schlecht. Wenn der eine früher stirbt, sind alle gebufft. Das ist jetzt dämlich gewesen. Haut die doch nicht, ja. Der wird jetzt übelst hochgebufft. Das war jetzt dämlich. Also der Start war gammelig, aber sonst läuft's. Wenn man das jetzt in einem perversen Kontext sieht, ne? Was meinst du, regionales Problem? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich habe gesehen, dass es heute allgemein Probleme gab bei der Blizzard. Ja, das ist richtig. Ich hatte dann das Problem, dass ich blöderweise mein Battle.net-Client deinstalliert hatte, weil nichts ging und ich den dann wieder... Warte, das Ding, was wir kaputt machen. Und ich den dann wieder quasi neu installieren wollte. Jetzt hat er aber kein Internet... Ah, schau, gut, dass ich den von da oben weggemacht habe. Keine Internetverbindung.
Und daraus ist resultiert, ist da jemand gefangen? Ist resultiert, dass ich den, also ich hatte eine Internetverbindung, aber durch das Problem beim Blizzard gab es anscheinend die Erkennung, dass ich Internet hatte, ging irgendwie nicht. Also es hat einfach das nicht gefunden. Dann konnte ich den Battle.net-Client nicht neu installieren. Dann war ich da gestanden, hatte keinen Client mehr drauf und konnte ihn aber auch nicht neu installieren. Hey, warum leckt das jetzt nicht mit die Kugel? Wow, shit, habt ihr das gesehen? Ich switch sogar. Oh, da hinten geht eine hoch. Irgendwie kurze Ruckler habe ich leider drin. Ja, Log-on-Server. Und dann konnte ich es aber auch nicht neu installieren. Das war totaler Rotz. Und dann war ich echt in der Luft gehangen und habe halt 2-3 Stunden rumgebastelt. Und das gibt's doch nicht. Forn-Post geschrieben, alles Mögliche. Und ja, ist aber halt nix bei rumgekommen quasi. Die ganze Zeit umsonst. Leider. So, jetzt müssen wir den ganzen kleinen Mobs echt gucken. Da dürfen wir jetzt nicht nichts zusammenziehen. Nee, warte mal, wenn der hier dazukommt. Wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob der den hochgebufft hätte, wahrscheinlich schon, deswegen habe ich den jetzt nicht dazu gezogen. Ah, hier schön ausgewichen. So muss man das machen. Jetzt kommen die Kleinen, oder? Naja, komm. Ihr macht es schon. Ich laufe schon mal weiter. Oh, kacke, ich habe die Eier gepult. Das war jetzt blöd von mir. Hoffentlich buffen die nicht. Komm, töte das Ding. Oh, kacke. Das war jetzt ein Käse, den ich da gemacht habe. Die wurden einmal hochgebufft, aber die kriegen wir tot, oder? Ja, das habe ich jetzt schlecht gemacht. Ich habe die Eier nicht beachtet, weil sie sonst egal sind. Bin einfach drüber gecharged. Das war jetzt ziemlicher Kack, den ich da gemacht habe. Aber es hat uns nicht gegrillt. Das war dann dahingehend egal. Müssen bloß die kleinen Dinger jetzt alle tot kriegen. Okay, passt. Ich glaube, irgendwie der Worry kann mit seinem AE die Dinger kaputt kriegen. Wir gesehen, da waren gerade x Dinger. Und der hat sie irgendwie... Wir dürfen jetzt bloß keine... Lol. Achso, da ist der Druid ist durchgelaufen. Ich wollte gerade sagen, ich war da noch gar nicht dran gest... Oder der... Okay. Ja gut, die sind jetzt noch nicht so hochgebufft, das passt. Ich wollte gerade sagen, der hat sich da reingeblinkt oder irgendwas. Okay. Druff da. Jetzt muss ich bloß schauen. Nee, komm, ich lass ihn hier stehen. Ich laufe da nicht so weit hinten rein. Sonst pull ich bloß, die Dinger und das macht keinen Sinn. Wie hoch mein Gear ist, oh, vielleicht sollte ich nicht im Breath stehen bleiben. Warte, ich kann es dir zeigen. 9,43 ist mein Gear. Oh, scheiße, ich darf mich nicht in die Eier reindrücken lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die den Boss buffen würden. Ich glaube es zwar nicht, aber sicher ist sicher. Das nächste Mal kann ich einen Lord ziehen. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich nicht im Breath stehe, aber ich versuche eure... Was Tipp für die Legendaries? Ja, kacke, jetzt muss ich ja weglaufen. Raids sind immer gut. Dings ist immer gut. Mythic Plus, normale Dungeons, Emissary Bags, also da gibt es eine Vielzahl. Drücken wir einmal ein Raw noch durch, wir sind ja lauter Melees. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Also ich bin nie ein Fan davon gewesen, aktiv Legendaries zu farmen, weil es meiner Ansicht nach keinen Sinn macht, weil ich sie theoretisch aus jedem Dings krieg. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ja, Mythic Toss droppt ja 39, oder? Droppt ja? Oder? 35? Bin ich weit schon ewig nicht mehr dort. Aber es kann ja auch immer hochrollen, ne? Na gut, Legendaries ziehen dich dann halt nochmal nach oben. Das ist ganz klar. Also da hast du dann nochmal mehr. Jetzt müssen wir bloß gucken. Die ziehen wir jetzt bloß raus. Was ist denn das? Was leckt denn das immer? Das nervt mich jetzt richtig. Also es, hier oben sind ja die Werte super, aber es hat immer so Mikro-Lags, wo es dann irgendwie kurz nichts passiert. Und das nervt irgendwie. Vor allem als Tank ist das nervig. Gut, das ist jeder nervig, aber als Tank ist es halt blöd, weil du dann nichts machen kannst. Schau, das hier. Jetzt laufe ich hier? Komisch. Teilweise glaube ich, dass der das irgendwie
der Warrior das irgendwie so kaputt kriegt, weil teilweise die gleichzeitig sterben. Vielleicht dieser Drachenroar. Es kann gut sein, dass das daran irgendwie liegt. Der Warrior ist echt gut, der haut richtig raus. Muss man mal neidlos anerkennen. Der haut gut raus. Und der Monk ist auch nicht schlecht. Die Eule, gut, die ist okay. Kann man nicht motzen, aber der Warrior, ja, der gibt Gas. Definitiv. Ich bin außer Reichweite. Richtige Stats machen halt auch sehr viel aus. Also einfach nur Item-Level ist halt auch nicht sehr aussagekräftig, muss man dazu sagen. Naja, schauen wir, dann spawnen alle Orbs wieder gleichzeitig. Okay, haben wir alle tot gekriegt. Hat anscheinend glücklicherweise jeder eine andere gefokust. Orb, 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 orb. Da hinten ist... Oh, das war knapp. Das war knapp. Ja gut, haben alle relativ gut AE-Schaden. 1,5 bis 1,7, das ist relativ gut beieinander. Ja, du musst dich da ja jetzt nicht irgendwie abhetzen und so. Hey, wir machen sogar eine Dreier-Chest, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Mit einer Random-Gruppe. Wir jetzt nicht verkacken, aber eigentlich ist die Gruppe gut genug, dass wir jetzt, glaube ich, nicht verkacken dürften. Der Anfang war halt hölzern. Und gut, vielleicht hätte ich nicht zwei Gruppen pullen sollen. Aber das war so der Anfangstest. Wie gut gehen sie auf die Orbs? Sie gehen eigentlich nicht schlecht auf die Orbs. Man musste eigentlich gar nicht großartig motzen. Ja, am Anfang waren es anscheinend ein bisschen zu viele. Vielleicht hat sie das auch überfordert, dass ich da zwei Gruppen gepullt hat. Aber wir sind ja lernfähig, weißt du? Ist immer blöd, wenn es der Tank hat. Weil ich kann halt nicht. Der Bloss bleibt halt automatisch bei mir. Wir bleiben einfach stehen. Ah, jetzt wurde ich gefeiert von dem anderen Dude, der reingelaufen ist. Ah, ziehen wir CDs. Ja, muss halt da auf die andere Seite laufen, so dass man nicht feiert. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben nur eine Minute für die Triple Chest, das ist easy. Easy. Ja, das war ein schöner Run. Triple Chest gemacht mit einer Minute drüber. Mit einer Random-Gruppe, lauter Russen. Hat, oder der Lead war Russe. Hat gut funktioniert, kann man nix motzen. Posten wir das mal. Wahrscheinlich, da ist nur Crap dabei, oder? Ne, da war... Hier, den braucht den wer wahrscheinlich nicht. Jeder nur ein 10er. Ja, er hat sogar 29 gekriegt. Oh, 29, 915. Ja gut, den wird keiner brauchen. Jo, das war doch ein schöner Run. Hat